Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und dem Spiel Kingdom Hearts Re Chain of Memories. Wir sind immer noch im Part von Riku und ich stehe in Atlantica kurz vom Bossraum. Und ich brauche 30 rote Karten und das kriege ich bestimmt nicht zusammen. 11, 18, 28. Na, vielen Dank auch. Das heißt, ich werde einfach mal den Raum da unten öffnen. Und hier meine Roulette-Karte reinpacken. Und mein Vorschaufenster ist mal wieder deaktiviert. Warum auch immer. Aber ich will meinen Rechner eh irgendwann bald mal aufwerten, falls es wirklich an Ressourcen liegen sollte. Ja, wie auch immer, ich habe einen Roulette-Raum, damit ich jetzt gezielt nach roten Karten am besten mit hohen Punkten suchen kann. Da haben wir auch schon unser Roulette-Token. Sehr gut. Your Majesty! Wegen einer Attacke. Das muss doch nicht sein. So, eine hohe rote Karte habe ich gesagt. 6 ist, glaube ich. Ah, 8. Ich wollte gerade sagen, 6 ist, glaube ich, das höchste, was ich gesehen habe, aber da habe ich mich geirrt gehabt. Hä? Ich dachte, er hatte gerade schon gezuckt, weil ich ihn angegriffen hatte. Bei denen lohnt es sich, da die alle fliegen und somit höchstwahrscheinlich auch getroffen werden. Ja doch. Da war diesmal kein Roulette-Token dabei. Aber bei den nächsten vielleicht. Wie gesagt, sehr coole Attacke. Er heilt mich, betäubt die Gegner und lädt mein Deck wieder auf. Wieder kein Roulette dabei, aber ich habe eine rote Karte bekommen. Wenn auch nur eine 3, aber besser als gar nichts. Tudum, daneben. Da ist unser Roulette-Token. Sehr gut. Nehme ich gleich mal die 8. Ist vor allem dieselbe Karte wieder. Sollte ja eigentlich schon reichen. Ich hatte vorher 28 Punkte für die Tür. Habe dann zwar 9 ausgegeben, wäre ich bei 19. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das wollte ich mir eigentlich nur aufsparen, um einen Dreier-Kombo zu machen. Da war unser Token. Hey,
Es kommt kein weiter. Ah, doch, da. Your Majesty! Aber ich glaube, das unterscheidet sich nur in der Heilung. Ansonsten sind alle gleich stark. Sind nicht so. Doch, da waren Sima. Schwarzer Alm. Ich hatte erst überlegt, eine Roulette-Karte zu nehmen. Aber schwarzer Raum ist ja auch nicht verkehrt. Zum einen war die Zahl höher. Und zum anderen kann ich, wenn ich den einsetze, kriege ich ja aus dem schwarzen Raum nicht so wie bei Sora Schatzkarten, sondern Roulette-Karten. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Dösende Dunkelheit und eine 8 sogar. So, mache ich jetzt die beiden hier noch. Und dann geht's auch schon zum Boss. Eine Roulette-Karte. Muss nur einsammeln. Ja. Komm schon. So, noch unseren dicken Freund hier vorne. Sehr gut. Ein Joker, sehr geil. Das hat sich gelohnt. Nehmen wir den noch, vielleicht kriegen wir noch ein Level-Up vom Bosskampf. Aber es sieht nicht danach aus, weil 1000 kriege ich nicht von denen. So, ein Roulette. Den will ich aber eher behalten. Aber ich habe genug andere Negativkarten gerade bekommen, die ich dann ausgeben kann zum Öffnen der Tür. So, kurz drüber gehen zum Heilen. Yep. Bevor ich reingehe, möchte ich aber was schauen, was ich hier unten an Karten habe. Oh, so viele. Aktiviert wertunabhängig ein Duell. Mhm. Alle per Zufall. Könnte man nehmen. Der Bomber-Effekt war eigentlich auch ganz cool. Negativkarten wäre erstmal die hier. Die auch. Okay, eine Sima. Da haben wir eine Sima. Und unser Schlüssel.
Ich habe doch schon bei Sora gesagt, dass der Ursula-Kampf nervig war. This won't be pretty. Like it. Take this. Wenn ich mich recht erinnere, verliere ich mit ihm ja keine. Los, komm nach vorne. Solange ich in der Supergestalt bin. Könnten mir mal eine Superkarte geben. Gut, dann da bin ich wieder menschlich. Schade, da war gerade die Möglichkeit auf dem Dings. Da ist eine richtige Mickey-Karte. Und sie ist weg. This won't be pretty. Come on. Geschafft. Toll, nur leider gegen ihren blöden Arm. Also Duelle bringen ja nichts in dem Map. Aber wenigstens ist der Kampf auch nicht schwer. Los, kommt noch einer. Sauber. Jetzt gehen schon die grauen Kugeln los, wie bei Sora. Also mit viel Erfahrung. Aber ich war eh kurz vom Level ab. Vielleicht kriege ich ja sogar zwei. Bin ich falsch gelaufen? Nicht ganz, nur dass es diesmal jetzt doch hier oben lang geht. Den Kartenabschnitt hatte ich vorher ja auch schon, mit dem Unterschied, dass hier kein Weg war zu dem Ausgang. So, aber falls da gleich wieder ein Bosskampf kommt, mache ich hier erstmal wieder eine Speicherung. Ich bin bei 14 Minuten. Ich glaube, dann gehe ich trotzdem noch rein. Weil drinnen haben wir ja notfalls auch noch einen Speicherpunkt. Es könnte ja wirklich noch was kommen. Eine Karte haben wir zwar noch, also denke ich mal, dass wir Ansem erst später sehen werden. Aber vielleicht einen der Organisation. Vexen is no more. Yes, his scent is gone. Axel struck him down, something I find deplorable. Agents of the organization striking each other down. Our problem is Sora. Vexen proved to be no match for him. Yet he's still under Naminé's control.
But we cannot eliminate Sora, can we? Correct. For our superior, he is in dire need of the Hero of Light. When light loses sight of its path, we may find use for the dark. What we must do is obtain the darkness. Riku, of course. Just one card left. If I get through this, will I be free of the darkness? Dunkelheit ist überall. Nun gut, hier speichere ich erstmal wieder. Und das war's auch erstmal mit dieser Aufnahme.